eine Ewigkeit später. Ihr fantastischen Leute, was soll ich sagen? 1000 Abonnenten, beziehungsweise mittlerweile mehr sogar. Ich bin noch ganz geplättet. Das ging jetzt alles etwas schneller als gedacht und dank euch fantastischen Leuten da draußen. Und ihr wisst, diese Begrüßung benutze ich oft, aber ich meine das auch wirklich so. Ihr seid wirklich alle fantastisch und ich freue mich so tierisch, dass wir dieses große Ziel jetzt nach knapp 2,5 Jahren meiner YouTube-Karriere erreicht haben. Das war irgendwie immer so ein großes Ziel da oben irgendwie. Und jetzt ist es plötzlich erreicht. Das ist, fühlt sich irgendwie, ich bin noch echt so überwältigt. Man sieht auch bei anderen YouTubern immer mal wieder diese, ich habe 1000 Abonnenten-Videos und so weiter. Aber wie man sich denn wirklich dabei fühlt, kann man nie nachvollziehen. Das ist einfach fantastisch. Ihr merkt so schon ein bisschen, ich bin so ein bisschen sprachlos. Ich nehme es leider nicht an dem Tag auf, wo es wirklich passiert ist, sondern jetzt an dem Tag danach. Heute ist der Mittwoch, am Dienstag war es ja soweit und wir sind jetzt bei der Aufnahme sogar knapp drüber auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass das so schnell nicht wieder zurückfallen wird. So ein bisschen Fluktuation ist ja immer drin. Und ich möchte euch einfach diesem Video so ein bisschen danken. Ich habe es Vlog genannt. Ich weiß nicht, wie da die Sachen, Definitionssachen sind, ob es jetzt wirklich ein Vlog ist. Aber ich möchte mit euch mal so ein bisschen über meinen Kanal sprechen. Was verändert sich? Ob sich was verändert? Vielleicht werde ich jetzt total abgehoben oder sonst was. Was erwartet euch in der Zukunft? Was sind meine Pläne für diesen Kanal und so weiter? Und ich möchte auch mal so ein bisschen zurückblicken irgendwie. Und ja, danke. Wirklich. Danke euch. Nur wegen euch bin ich jetzt da, wo ich hier bin. Ihr habt mir immer wieder Kraft gegeben, immer wieder durch eure Kommentare und Interaktionen mich motiviert, weiterzumachen. Und es freut mich einfach tierisch, dass euch quasi mein Kram und mich bei euch so gut ankommt. Und das ist wirklich fantastisch auf jeden Fall. Eins vorweg jedoch, bevor ich es irgendwie vergesse, ich plane noch ein anderes Video zu machen. Das machen ja andere YouTuber ja auch, dass die so eine Art Clipshow mit Grußbotschaften von anderen Kanälen und so weiter machen. Ihr wisst wahrscheinlich sicherlich, worauf ich anspielen will. Zum Beispiel der Finchi hat das ja letztens für seine 10.000 Abonnenten gemacht oder der Waldemar hat es damals für seine 1.000 Abonnenten gemacht und so weiter. Sowas würde ich auch gerne machen und falls ihr euch angesprochen fühlt und mir auch so einen kleinen Clip zur Verfügung stellen möchtet, denn bitte immer her damit, ich würde mich wirklich tierisch freuen, kontaktiert mich einfach bei Twitter, bei Facebook oder einfach in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr keine dieser anderen Möglichkeiten habt. Wir schließen uns schon kurz, einfach so ein kleines 30 Sekunden bis eine Minuten Video mit einer kurzen Grußbotschaft oder sonst was. Ihr könnt natürlich dann auch euren Kanal empfehlen und dadurch etwas vielleicht Werbung für euch machen, weil eins finde ich persönlich immer wichtig, dass man auch den Kanälen, die etwas kleiner sind, aber durchaus guten Content bieten, dass man die auch mit ein bisschen weiterempfiehlt, weil das hat mir in der Vergangenheit auch immer sehr geholfen, denn ihr wisst es wahrscheinlich selber, nur weil ein Kanal klein ist, heißt es nicht, dass er schlechten Content hat und da will ich natürlich dann weiterhin, ich empfehle ja immer wieder ein paar Leute und mache Zusammenarbeiten mit denen, das will ich einfach weiter beherzen, also wie gesagt, macht eine kurze Grußbotschaft, Entschuldigung, ich bin ganz durcheinander noch und das würde mich wirklich freuen, ich plane das dann so vielleicht so in 3 bis 4 Wochen das Video zu machen, also ein bisschen Zeit habt ihr noch, es eilt nicht so sehr, ich würde mich aber auch wirklich freuen, wer sich angesprochen fühlt und auch wenn ihr keinen YouTube-Kanal habt, vielleicht wollt ihr so eine kleine Videogrußbotschaft schicken. Wird natürlich alles in einem Video dann zusammen verboostet, in welcher Form und so weiter. Das muss ich mir noch ehrlich gesagt überlegen. Aber da finden wir sicherlich eine Möglichkeit. Ja, jetzt kommt die große Frage. Was verändert sich auf diesem Kanal? Leute, die jetzt vielleicht nicht YouTube machen, die wissen das vielleicht gar nicht. Bei YouTube ist so die 1000 Abonnenten-Marke ist so eine kleine erste magische Grenze. Und zwar dadurch werde ich, also zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt aufnehme, noch nicht, aber ich hoffe bis Sonntag, wenn das Video kommt, dass das vielleicht schon erledigt sein wird oder ist halt noch in Prüfung. Zwei Sachen. Erstens kriege ich den Community-Tab bei mir freigeschaltet. Das heißt, das ist so im Prinzip
Prinzip kann man das vergleichen, so ähnlich wie, Twitter, nur bei YouTube integriert. Das heißt, ich kann euch mal kurze Grußbotschaften schicken und so weiter. Sowas werde ich natürlich dann nutzen nach dem Motto vorwiegend, hey, Sonntag kommt vielleicht ein Video von XY oder dieses Video verschiebt sich etwas oder irgendwie sowas in der Art. Dafür würde ich das ganz gerne nutzen, um euch auch so ein bisschen auf den Laufenden zu halten. Keine Angst. Ich werde euch auf jeden Fall nicht zu spammen, das auf keinen Fall. Und die zweite große Neuerung ist, ab 1000 Abonnenten und einer gewissen Watchtime, also Watchtime heißt so und so viele Minuten im Monat wurden insgesamt meine Videos geguckt, kann man Werbung schalten in den Videos und damit natürlich etwas Geld verdienen. So. Dieses Werbungschalten ist optional, das heißt, man muss es nicht machen. Die Watchtime, die habe ich schon irgendwie seit einem halben, dreiviertel Jahr lockerst zusammen. Fehlt jetzt nur noch die 1000 Abonnenten. So, und jetzt steht bei mir natürlich die Entscheidung an, schalte ich Werbung oder schalte ich keine Werbung? Ich habe mir wirklich sehr, sehr lange Gedanken darüber gemacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich werde erstmal Werbung schalten. Ich weiß, ich hoffe, es stört euch nicht. Man kann es auch vom Kanal her einstellen, wie oft man Werbung macht und was für eine Art von Werbung macht, wenn ich das richtig zumindest gelesen habe. Also ganz, ich kann das noch nicht machen, deswegen kann ich euch das noch nicht so hundertprozentig sagen, aber ich wollte euch das ein bisschen klar darstellen, warum ich mache und was ich mache, dass ihr euch nicht irgendwie verarscht fühlt oder sonst was. Ich werde das auf jeden Fall auf dezente Werbung machen, das heißt Bannerwerbung und oder diese überspringbare Werbung und ich werde natürlich eine Werbung pro Video machen. Das heißt, auch da wieder so ein bisschen als Hintergrund, deswegen machen auch viele YouTuber so auf Krampf 10 Minuten und 2 Sekunden Videos oder so, weil auch bei YouTube ist die 10 Minuten die magische Grenze. Ab dieser Videolänge könnt ihr mehrere Werbungen einbauen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie begrenzt ist oder ob das quasi unendlich ist, aber keine Angst, das werde ich nicht machen. Also meine Blättervideos, da wird es jetzt nicht vor Werbung großartig sprießen oder ähnliches. Ich werde es einfach eine Kurzwerbung am Anfang machen und dann ist gut. Wenn es euch stört, dann könnt ihr halt einfach den Adblocker anmachen oder euch YouTube Premium holen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich weiß, es wird da nicht sehr viel Geld dabei rumkommen. Ich glaube, bei einem Kanal bei meiner Größe und sowas, so ein paar Zahlen, man kann ja mal ein bisschen rumgucken. Es gibt ja auch diese Seite socialblade.com, wo man sich das ungefähr schätzen lassen kann. Das wären 3-4 Euro im Monat sagen. Das wird natürlich überhaupt nicht die Welt sein. Aber ich sehe das so ein bisschen als Zeichen der Wertschätzung. Natürlich sind eure Kommentare, eure Daumen und natürlich eure Abos quasi auch schon Wertschätzung. Aber wie ihr vielleicht sicherlich wisst, dieses Hobby ist nicht gerade billig. Und zwar, man findet immer wieder was man sich denn noch dazu kaufen kann. Also was technisches, Produktionsqualität steigern und so weiter. Ich weiß, man muss es nicht. Ich bin eigentlich mit meiner Produktionsqualität an sich eigentlich schon relativ zufrieden, muss ich sagen. Also hier von der Kameraqualität. Ich habe mir ja mittlerweile ein paar Objektive geholt und das Licht und so weiter. Aber eigentlich so ein paar Sachen würde ich mir noch gerne holen, zum Beispiel hier so ein Greenscreen, damit ich auch mal sowas ein bisschen machen kann und so weiter. Natürlich werde ich das jetzt nicht nur mit diesem Geld da bezahlen, aber von der Logik her, dann kann ich mir ein bisschen sagen, hey, okay, ich hole mir jetzt einfach mal den Greenscreen. Ich weiß, da gibt es dann billige und teure, aber wenn, dann würde ich mir dann natürlich gleich was Vernünftiges holen, so ein Roll-Up-Ding, weil ich hier keinen Bock habe, jedes Mal irgendwie eine Viertelstunde hier großartig aufzubauen, ehrlich gesagt. Aber also nach Motto, ne, man kann natürlich nicht dafür alles bezahlen und so weiter, aber wenn ich mir dann kopfmäßig denke von wegen, okay, jetzt holst du dir das, aber wenigstens kriegst du quasi 10 Euro Rabatt, wo ich jetzt meine Werbeeinnahmen für einsetzen kann und so weiter, dann ist das schlechte Gewissen nicht so hoch. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, also wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall in Grenzen halten, ich werde es mal ein bisschen testen. Und ein Faktor, den darf man bei der Werbung auch nicht unterschätzen, ist, der berühmte YouTube-Algorithmus, also das heißt, wie euer Kanal und eure Videos so allgemein bei YouTube angezeigt werden. Für YouTube ist es natürlich interessanter, wenn ein Kanal Werbung schaltet, weil logisch, YouTube verdient an der Werbung natürlich mit. Das heißt, das meiste sogar, weil das, was der Videokreierer bekommt, das ist natürlich nur ein Bruchteil davon. So, und dann könnt ihr euch ja in die Lage des YouTube-Algorithmus vielleicht hineinversetzen. Der Phil sagt natürlich von wegen, okay, der Kanal schaltet Werbung, also wird er prominenter angezeigt. Das heißt, ich werde dann dadurch auch, oder mein Kanal,
etwas populärer über angezeigt, womit ich wieder neue Leute reinlocken kann. Und natürlich möchte ich natürlich, dass möglichst viele Leute zu mir kommen, weil es macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich, sagen wir mal, für 3 Leute ein Video mache oder für 300 Leute ein Video mache. Da ist die Motivation nochmal ganz anders her. Ich meine, das Video machen macht mir allgemein natürlich Spaß, sonst würde ich das nicht machen. Aber das sind halt die Gründe und das wollte ich euch nur mal so mitteilen, dass ihr euch nicht wundert, der gierige Sack macht da plötzlich Werbung und so weiter. Nein. Also ich werde nicht viel dran verdienen. Es ist so ein bisschen YouTube-Algorithmus, so ein bisschen Wertschätzung oder wie man das auch nennen will. Aber wie gesagt, ich verspreche euch, ich werde das in einem Rahmen halten, dass es okay ist. Ich habe schon mal hier und da gehört, dass bei längeren Videos YouTube teilweise Zwangswerbung mittendrin schaltet oder sowas, aber das kann ich noch nicht beurteilen. Aber wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall auf ein moderates Maß auf jeden Fall halten. Genau, das sind halt die 2 großen Veränderungen, die jetzt mit den 1000 Abonnenten kommen werden. Also einmal der Community-Tab und einmal die Schaltung der Werbung. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und haltet mir trotzdem die Treue, weil ich habe mir die Entscheidung echt nicht einfach gemacht, aber die Pro-Argumente sind meiner Ansicht nach erstmal größer als die Kontra-Argumente. Und wie gesagt, wenn es euch nicht passt, macht halt einen Adblocker an. Also ich persönlich mache bei YouTube bei jedem Kanal Adblocker aus, weil ich finde, man sollte wirklich den unterstützen, aber das muss jeder für sich selber persönlich entscheiden. Und natürlich kann ich es auch verstehen, wenn da irgendwie so ein YouTuber 10 Minuten, 4 Sekunden Video macht und da irgendwie 4-5 Mal Werbung reinschaltet. Das nervt, aber wie gesagt, das wird nicht passieren. Aber jetzt genug darum geschnöselt, sage ich mal. Ja, ändert sich was in meinem allgemeinen Kanal? Und da kann ich euch sagen, nein. Also allgemein befinde ich mich natürlich auf einer Reise. Also als ich vor 2,5 Jahren angefangen habe, gleich zum Historischen, da komme ich gleich vielleicht noch so ein bisschen. Also die Formate bleiben so weiter bestehen, die machen mir auch alle noch Spaß und auch der Sendeplan bleibt auch erstmal bestehen. Also für alle die, die den Sendeplan nicht ganz präsent haben. Montag um 17 Uhr kommt immer ein Gameboy-Video, ein Gameboy-Classic-Video. Donnerstag um 17 Uhr kommt immer ein 8- oder 16-Bit-Spiel in Farbe. Das heißt Super Nintendo oder Game Boy Color oder irgendwie sowas. Bei beiden Varianten kann natürlich entweder ein Test sein oder eine Quälzig-Folge. Das ist so ein bisschen meine Logik dahinter. Also grob Montag schwarz-weiß, Donnerstag Farbe und jeweils entweder ein Test oder schwarz-weiß. Wobei wir natürlich jetzt momentan in so einer Phase sind, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ich mache relativ wenige Super Nintendo Tests. Das liegt einfach momentan daran, weil ich irgendwie, ich habe keinen Bock drauf. Und auf Krampf irgendwelche Tests oder Spiele zu machen, macht keinen Sinn. Ich habe momentan eher so ein bisschen Bock, Gameboy-Spiele zu testen und näher zu betrachten. Deswegen haben wir auch momentan halt wirklich mehr Tests für Gameboy-Spiele. Aber das ist nur eine Momentaufnahme. Es kann natürlich in ein paar Monaten wieder komplett anders sein. Ja, allgemein versuche ich es immer so zu machen, dass einmal in der Woche ein Test ist und einmal in der Woche eine Quälzig-Folge. Je nachdem halt, ne? Wenn montags zuerst eine Quälzig-Folge kommt, dann kommt Donnerstag ein Test und so weiter. Also ich verstehe schon das Prinzip. Und ich sag mal, Sonntag um 10 Uhr morgens ist immer so ein bisschen meine Spielwiese. Das habe ich immer so ein bisschen als optionales Video gesehen. Das hat sich jetzt so ein bisschen eingeschliffen, sage ich mal, dass jeden Sonntag auch um 10 Uhr ein etwas aufwendigeres Video kommt. Beziehungsweise aufwendig, je nachdem, was ich da mache. Und da versuche ich mich so ein bisschen auszutoben. Das heißt, diese Blätterfolgen, die sind natürlich super gesetzt. Da habe ich auch immer noch viel Spaß dran. Ich habe auch noch genug Material, auf jeden Fall, was ich verwursten kann. Macht mir auch super Spaß und euch glaube auch. Finde ich herrlich. Wird auf jeden Fall auch immer wieder kommen. Aber es kommen natürlich auch mal wieder so ungewöhnliche Videos, sage ich mal. Wie zum Beispiel mein Tutorial, wie man eine Schattenbox bastelt. Oder wo ich mal hier meinen Tetris-Couches gemacht habe. Das sind einfach so, oder diese Top-Listen, halt so solche Videos. Was nirgendwo in eine bestimmte Kategorie ganz genau reinpasst. Da habe ich dann einfach mal Bock drauf, sowas zu machen. Und dann mache ich das einfach. Das kann ich vorher nicht so unbedingt planen. Da brauche ich mal so ein bisschen Inspiration natürlich und Ideen machen. Mal so ein Blättervideo geht natürlich immer schnell zu produzieren, das ist kein Problem. Ja, momentan habe ich ja diese 3 Videos in der Woche. Ich möchte aber nicht unbedingt garantieren, dass es diese Aufteilung wirklich auch auf Dauer immer gibt.
Ich weiß, momentan habe ich die Zeit dazu, aber gut, das kann natürlich auch irgendwann mal ändern. Aber unter 2 Videos in der Woche würde ich nie fallen. Also wenn, dann würde ich auch gerne diese Sonntagsvideos auf irgendwas beibehalten. Aber wie gesagt, das muss ich in dem Fall dann mal gucken. Dann mache ich eventuell nochmal einen Vlog, wenn ich das update, sage ich mal. Aber momentan ist das eigentlich gesetzt. Ja, das so der Zukunft des Kanals. Ich werde natürlich immer auch mal vielleicht mal wieder gucken, wenn mich die Muse küsst, ob ich vielleicht mal ein anderes Format mache oder irgendwie sowas. Und ja, einfach, wenn ihr mal vielleicht auch mal Ideen habt, was ihr vielleicht gerne bei mir sehen möchtet, immer her damit. Ich bin immer für Ideen offen und ich mal gucken, ob ich das umsetzen kann. Ich mache ab und zu ja mal einen Testballon, wie zum Beispiel auch letztens hier mit dieser Panda steht vor Serie, wo ich einfach irgendwelche Switch-Spiele euch mal vorstelle, was auch nicht in so richtig in irgendein Format reinpasst, um euch ein bisschen mehr zu zeigen. Prinzip, das Prinzip meines Kanals ist einfach: Ich mache das, worauf ich Bock habe, und ich hoffe, das sieht man auch in den Videos, weil auf Krampf, auf Zwang, irgendein Video zu machen, sehe ich keinen Sinn drin. Und einfach, wenn ich irgendwo gerade mehr Bock drauf habe, dann mache ich das halt. Ne? Aber ich denke mal, das kommt dann auch euch auch zugute. Ja, es wird ein ziemliches Lava-Video, glaube ich. Also das zu der videotechnischen Veränderung wird es nichts großartig geben, und dann will ich natürlich jetzt an dieser Stelle auch mal so ein bisschen zurückblicken. Ich weiß noch genau, vor 2,5 Jahren ungefähr habe ich angefangen. Ich war verdammt unsicher. Ich habe immer schon natürlich Retro-Kanäle geguckt, aber eher englische. Und ich habe dann auch so da langsam mit dem Sammeln erst angefangen. Also ich bin so gesehen ein relativer Späteinsteiger, was das Ganze angeht. Und irgendwie habe ich dann immer bei eBay und sowas Titel gesehen und mir sagten die nichts. Und ich hatte keinen Bock, irgendwie ein Longplay da zu gucken oder so. Ich wollte ein kurzes, knackiges Video haben, am besten auf Deutsch, was mir sagt: Hey, das Spiel, das kann das, taugt's was oder taugt's was nicht. So ähnlich wie der SNES Drunk, ihr kennt die Videos sicherlich von ihm und den Kanal, der englischsprachige, habe ich natürlich als Inspiration genommen und dann, okay. Ich habe sowas halt nicht gefunden im deutschsprachigen Markt und ich hatte so ein bisschen Bock drauf, mich kreativ auszutoben. Doch ja, probierst du einfach mal. War aber lange unsicher. Kriegst du das mit der Stimme hin? Klingt deine Stimme gut und so weiter? So ein bisschen grobe Ahnung von Videosteinen hatte ich und so weiter auch. Aber so hat die Reise damals angefangen und mir hat keiner gesagt, dass ich doof bin. Und dadurch habe ich halt immer weitergemacht, habe mich natürlich weiterentwickelt. Also wenn ich in der Retro-Perspektive meine ersten Tests angucke, also monoton einsprechen kann ich, die will ich aber auf jeden Fall auch online lassen, weil das einfach so Teil der Historie ist. Also ich bin immer noch nicht der Meister-Einsprecher vor dem Herren, sage ich mal, aber ich denke mal, so ein bisschen Betonung und sowas kriege ich mittlerweile etwas besser hin. Perfekt sind die natürlich immer noch nicht, aber es ist halt super, diesen Weg zu sehen, wie man sich weiterentwickelt, auch so videotechnisch und so weiter. Finde ich einfach herrlich, habe ich viel Spaß dran. Dann kam auch dann irgendwann die Quälzig-Serie dazu, die eigentlich aus einer Not geboren ist. So ein bisschen als Hintergrund für euch. Und zwar wollte ich ja einen Gameboy-Test, glaube ich, machen. Und das Spiel war so scheiße. Und ich dachte mir so, boah, du willst einen Test dazu machen? Aber es macht so überhaupt keinen Spaß. Es ist so scheiße. Du musst dich da jetzt durchquälen und oh, du kommst nicht weiter. Es ist so schwer, es ist so frustig. Deswegen dachte ich mir, okay, du willst das Spiel irgendwie verwursten, aber ein Test ist ja offensichtlich ungeeignet dafür. Also habe ich dann einfach diese Quälzig-Serie gemacht und die ist absolut super. Nur weil die natürlich vom Aufwand her wesentlich geringer ist, als so einen Test zu machen, ist das super. Das ist super Ergänzung des Portfolios und finde ich einfach herrlich. Und ich denke mal, hier und da wird es immer mal wieder andere Formate geben und da habe ich auf jeden Fall viel Spaß dran. Ja, und wie gesagt, ich freue mich einfach, mich zu weiterentwickeln, aber ich sehe was, ich laber hier und laber hier. Jetzt ohne Witz. Vielen, vielen Dank euch. Und das meine ich wirklich aus ganzem Herzen. Das ist jetzt nicht gekünstelt oder ähnliches. Ich habe jetzt ein bisschen was gelabert, was sich verändern wird und so weiter. Aber ihr seid der Grund, warum ich mich gerade so toll fühle und auch oft toll gefühlt habe. Und ich danke euch einfach für eure Unterstützung. Und diese 1000, das ist so eine super Zahl und es werden natürlich noch mehr dazu kommen, aber das ist so ein riesen Schrittstein, wenn man anfängt, ist diese 1000 so weit oben und einfach fantastisch. Also da fehlen mir wirklich die Worte. Ich freue mich wirklich tierisch
Und ich freue mich über euren Support, über jeden Einzelnen, über euch Leute, die ihr regelmäßig kommentiert. Man kennt sich ja schon vom Namen her und so weiter. Und das macht mir einfach Spaß. Ich finde es einfach schön. Es macht Spaß, mir für euch Videos zu machen, mich so ein bisschen kreativ auszutoben. Und es macht mir Spaß, dass euch das gefällt. Anders kann man das, glaube ich, nicht beschreiben. Also an dieser Stelle wirklich danke auch an euch. Oder vor allen Dingen an euch, vor allen Dingen. Aber bevor ich jetzt viel zu sehr sentimental werde, ich glaube, das Video, ich sehe gerade, ist schon über eine Viertelstunde lang. Ich wollte euch gar nicht so viele Worte verlieren, euch kurz sagen, was sich verändert und so weiter. Danke. Macht's gut und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.